Tuttengark. Tuttengark! Ich hätte gerne einen Bannentaum. Einen Bannentaum? Tortmannanne oder Taublanne? Haben Sie auch Katschenliefer? Katschenliefer nur mit Kackswärzen. Wollen Sie einen Bannentaum mit Kackswärzen? Nee, danke, ist mir zu gefährlich. Gibt's keinen mit einer Kichterlette? Kichterlette? Wo denken Sie hin, wenn Sie eine Tortmannanne mit Kichterlette in Ihrem Zonenwimmer haben? Sieht das aus wie in Ihrem Gurfahrten? Ich habe in meinem Gurfahrten keine Kichterlette. Und warum nicht? Wir haben da keine Deckstoße. Keine Deckstoße im Gurfahrten, aber deine Katschenliefer mit Kichterlette haben wollen. Gut, dann geben Sie mal eine Tortmannanne mit Kackswärzen. Gerne. Das sind echte Wohnigkerzen. Wenn Sie aufpassen, kann die Feuerwehr zu Hause bleiben. Keine Sorge, ich habe gar kein Zeuervolk. Auch keine Reichsströlzer? Weder Zeuervolk noch Reichsströlzer. Na, dann nehmen Sie doch lieber den Bannentaum mit Kichterlette. Danke. Wöhliche Freinachten. Tuttengag. Tuttengag. Ich war ja neulich da wegen meiner Katschenliefer und der Kichterlette. Ja, jetzt wollen Sie bestimmt noch etwas Schmaumbuck dazu. Genau. Haben Sie einen Tuttengib für mich in meinen Bannentaum? Gerne. Möchten Sie lieber Kasklugeln oder O-Strängel? O-Strängel? Ich kann Ihnen auch silberne Zannen tapfen und eine schöne Spaßglitze geben. Eine Spaßglitze und wenn die runterfällt? Haben Sie Peppichtoten? Leider nicht. Dann nehmen Sie vielleicht lieber die O-Strängel. Aber dann bringe ich die Kichterlette wieder und nehme doch die Kackswärzen. Ich gebe Ihnen ein paar passende Herzenkalter und schöne Pfropfdreier Honigwärzen. Da freut sich Ihr Peppichtoten. Haben Sie O-Strängel mit Scheiligenhain? Wo denken Sie hin? Dann wollen das alle. Dann einfach O-Strängel und ein paar Schilbersleifen. Nehmen Sie lieber Scholtgleifen. Die passen besser zu den O-Strängeln. Fast hätte ich vergessen. Ich habe auch keinen guten Staumbänder. Keinen guten Staumbänder? Kein Problem. Wir haben A1 Briststaumkender. Was soll es denn sein? Einen schweren aus Uskeisen oder einen leichten Stastikblender? Dann hätte ich gerne den leichten Stastikblender mit dem großen Tasserwank, damit der Badelnaum nicht so schnell mappschlacht. Alles? Ja, danke. Wollen Sie es Wübereisen? Nein, ich bale zar. Schön. Sie wissen ja, Laresbach. Genau, wöhnliche Freinachten. Tuttengag. Ach, Tuttengag, in Metzterlinute. Ja, ich suche noch ein Scheinachtsgewänk für meine Gattergöttin. Für Ihre Gattergöttin? Wie wiebenslürdig. An was haben Sie denn gedacht? Nun, vielleicht einen Mangenlantel? Das trifft sich gut. Wir haben einen werlichheichen Winterwantel aus reiner Wurscholle im V-Schenster. Aus reiner Wurscholle häutet das nicht fürchterlich auf der Kratz? Das häutet überhaupt nicht auf der Kratz, denn die Kolle wurmt von schestwottischen Schochlandhafen. Okay, dann möchte ich noch gerne Wäschi untersexy für meine Froldehau. Ach, Sie Schlingel, darf ich Ihnen dann dieses Heidensämtchen aus seiner Reide zeigen? Das hassende Pöschen gibt es gratis. Klasse, dann bräuchte noch einen Zugrag für meine Tigerschwochter. Ein Säckingtrag oder lieber ein Tanthäschchen? Das hier aus brunkeldaunem Liegenzeder mit den breiten Räderliemen. Fein, dann nehmen wir einen brunkeldaunen Liegenzeder-Sugrag mit bequemen Räderliemen für optimalen Kragetomfort. Gut, dann fehlen mir noch ein paar warme Strollwümpfe für meine Megaschwutter. Ach, wie aufmerksam der Megaschwutter, warme Strollwümpfe unter den Weihnachtsbaum zu legen. Wir haben Strundgebeifter oder möchten Sie lieber Kottenscharo? Ja, Kottenscharo ist perfekt. Dieses Paar hier passt sogar zu Ihrem Rottenschock, den Sie gerne zum Spinterwaziergang bei Drehschneiben anzieht. Na, hoffentlich geht Ihnen die Megaschwutter im Drehschneiben nicht mal verloren.